So, Hallöchen und zurück auf der neuen Karte. Ja, wir werden uns jetzt mal kurz hier. Ich habe bereits schon das Mähwerk schnell aufs neue Feld gefahren. Jetzt müssen wir halt auch schon mal ordentlich hier mal die Felder leer kriegen. Die paar, wo wir haben. Ich habe das jetzt voll selber abgemäht. Das abgemäht, abgedroschen sozusagen. Da kommt ein Zug. So. Das Heu fahren wir auch ein. Können wir alles gebrauchen. Auch wenn es für später ist, wir behalten es auf jeden Fall mal. Und ja, wir fahren jetzt gleich mit dem Drescher rüber aufs andere Feld. Ja gut, wenn es wieder liegen bleibt, ist nicht weiter schlimm. Macht nichts aus. Und dann mähen wir gleich das ganze Feld Nummer 8 ab. Da stehen schon, wie gesagt, die zwei Maschinen. Beziehungsweise das Mähwerk steht schon drüben, der Wagen steht schon drüben und der Traktor hat ihn auch gleich rübergefahren. Ja, so sieht es nämlich aus. Sonst weiß ich jetzt gerade über nichts, mehr oder weniger. So. Ist auch gleich voll. Wie gesagt, wenn was liegen bleibt, hier ist nicht weiter schlimm. Und dann wahrscheinlich so zwei, drei Anhänger rauskriegen vielleicht. So. Können wir da hinten gleich reinfahren, eigentlich theoretisch. Und dann gleich abladen. Ich schätze ja praktisch, glaube ich, bei der alten Version, wenn es die gab, wenn es die gleiche ist oder wie auch immer, auf jeden Fall wurde hier offen gelassen. Ich weiß nicht, ob es letztes Mal genauso war. Aber letztes Mal gehörte uns das Feld hier auch gar nicht beim Start. Ne? Soweit ich mich erinnere. Wir haben uns den Sklamm, glaube ich, nachträglich gekauft. Da waren nämlich dann Kartoffeln drauf. So, wir können auf jeden Fall schon mal hier ins Lager schmeißen. Das haben wir uns ja hier hingestellt in der letzten Folge hier. Dass man auch Silage gleich und stört es hier auch weniger. Ich vorher auch nicht stört so richtig, aber naja, so. Gucken wir mal, ob es funktioniert auf unserer Karte. Wir haben ein normales Silo hier auch noch was drin. Wie es aussieht, da können wir uns dann auch mal. So, wir haben. Na, hier. Das müsste ja eigentlich Heu sein, soweit ich weiß. Stroh, meine ich. Ja. Gut. Okay, jetzt fahren wir zum Drescher. Wir könnten jetzt eigentlich aber auch im Hohlbornhof fahren, oder? Das müsste doch auch eigentlich gehen. Machen wir das so und klappen wir den Ding ein. Ich sag mehr, wir schon alles drüben. So. Hier rüber. Und dann können wir eigentlich hier durch. Ja, die ganzen Hallen sind noch leer. Weil ich noch nicht so richtig weiß, was ich jetzt machen soll mit den Hallen. So. Boah. Passt gerade so durch.
Oh, oh. Ups. Oh. Das war jetzt aber... Na, jetzt komm. So. Das war falsch. Wir machen das jetzt einfach mal so. Da kommt jetzt gerade keins. Da kommt ein Auto. Zum Glück sind die Schilder hier ohne Kollision. Mein Vorteil. Das Feld kriegt uns auch übrigens. Da könnte man ich aber erst mal das Feld machen. Hier hinten geht es übrigens zur Biogasanlage, gell? Also BGA. So, jetzt. Feld 4. Machen wir wie Feld 3. So. Ich mach's gern hier. Feld 4. Passt. Wir machen. Ja, wir fahren uns einmal rum. Generiere Kurs. Sieht nicht schlecht aus. Gucken wir uns das nochmal in groß an hier. Wo stehen wir denn gerade eigentlich? Ich sehe gerade nicht, wo wir stehen. Ich glaube, wir stehen richtig. Okay. Zweimal Vorgewende. Machen wir speichern. Dreschen. Halt, machen wir es anders. Feld 4 Dreschen. Machen wir es so. So. Hoffen wir, dass es funktioniert. Beginnen am ersten Wegpunkt. Abfahrer einstellen. Jetzt ist die Frage, ich habe letztes Mal, obwohl das Feld ist relativ klein, aber wahrscheinlich, ich stelle mich nur interessieren, wie das funktioniert mit dem Dreschen. Laden, Fahrzeug seitlich längs. Okay. Lassen wir es mal weg. Wir machen das jetzt einfach so. Abfahrer einstellen. Zack. Naja, gut. Passt. So. Gut. Jetzt müssen wir mal über, den müssen wir jetzt wegfahren. Also heimfahren, auf gut Deutsch gesagt. So, fahren wir auch hier rein. Das geht ja einmal frei. Jetzt ist die Frage natürlich, wir machen jetzt einfach mal das Silo hier voll. So. So. Immer die letzte. Ja, vielleicht einmal noch. Eventuell. Der Drescher fährt seine Strecke, wie es aussieht. Bis jetzt noch keine Fehlermeldung. Okay, er hat durchtrennende Reifen. Warum hat er das? Ah, okay.
jetzt auch relativ eng zu, ne? So, ich mit dem Zaun, der ist ohne Kollision. Zumindest sah es gerade so aus. Aktuellen Wegpunkt. So. Ja, das war jetzt falsch natürlich, ne? Das war jetzt komplett falsch. Super. Das hast du wieder gut gemacht. Und jetzt hänge ich fest, oder? So. Dann machen wir es halt so, aber das Feld ist eh so klein. Da können wir auch noch schön selber drüber fahren. Schön aufgeräumt und nicht dreckig, das wird sich wahrscheinlich bald ändern hier drin. Würde ich mal behaupten. Ich glaube, das Feld können wir mir einfach mal abdreschen und dann zum Hof fahren, komplett. Gibt es jetzt einen Stau weg im Wagen oder was? Da steht bloß hinten ein kleines bisschen raus. Also wisst ihr. Sehr pingelig, die Leute hier. Sehr pingelig. Da kann man doch dran vorbeifahren. Ich glaube, es können sie auch voll warten. Oder? Es ist da drüben auch Weizen. Bin mir jetzt nicht gerade ganz sicher, ob das auch Weizen ist. Aber ich glaub's. Das war klar. Wie klar war das? So, jetzt müssen wir bloß gucken, durchschalten und zwar die abmachen und fahren wir den. Wir können hätten also komplett rüberfahren können. Ja, gut, egal. So, jetzt kann der wieder. Machen wir hier wieder einen Kurs und ich, ja, ich weiß, das ist jetzt Feld 8. So, weiche Kurven generieren. Okay, da steht der erste Wegpunkt, das ist okay, das passt. Dann gehen wir hier drauf. Das war's. Feld 8. So. Jetzt holen wir den Anhänger hier rüber. Mann, ist hier was viel los hier. Ja, ja, ich stelle ihn gleich weg, wenn ich hier mal darüber komme. So. Oh. So.
So, jetzt zufrieden. Ja, gut. Okay, jetzt müsste eigentlich besser das hinbekommen. Okay, der muss jetzt aber auch rüberfahren, weil sonst wird es eng da drüben. Oh. So, ich muss hier rüber, ne? Da ist man und so. Ja, ich weiß einfach nicht, was ich hier tun soll. Welche Halle? Ich bin immer noch im Grübeln und ich grübel von Folge zu Folge und ich komme einfach auf keinen grünen Zweig. Faktisch auf jeden Fall, ich will hier auf jeden Fall Kühe wieder ansiedeln hier. Der Stall ist ja toll, der wo hier verbaut ist. Und von dem her. Ja. Mal gucken. So, Auto, kommt keins. So, ausladen. Ausladen. Wenn er es anders nicht kann, dann muss er es halt jetzt so lange. Ich hoffe, es funktioniert nachher trotzdem noch, aber... Ja. Gibt auch wieder eine Ladung hier zusammen. Ja, okay. Es hat wohl irgendwie funktioniert hier. So, das soll es aber auch schon gewesen sein. Ich wünsche euch noch was, einen schönen Tag, bis zur nächsten Folge. Und ja, es könnte sein, dass jetzt die Folgen auch täglich kommen. Das müssen wir jetzt noch abwarten. Oh, jetzt hat er es kapiert. Ja, er macht's. Okay, er lässt zwar ein bisschen was stehen, aber ich bin zufrieden. Okay, bis dann und tschüssi.